Hallo Leute, heute ist das schönes Wetter, 35 Grad. Jetzt mache ich erstmal entladen und vollladen. Und dann schauen wir mal weiter, wo wir heute hinfahren. Wir haben ja überlegt, irgendwo aus Schatten auf jeden Fall aufsuchen. So, es ist so, das Fahrrad, ich sehe ja die ganze Zeit auf dem Fahrradträger hier, und zwar auch im Winter, und es ist total zusammengerostet. Ich habe es jetzt ein bisschen geschmiert, weil heute will ich eine kleine Fahrradtour machen, und dann schauen wir mal, weil heute wird es ja ziemlich schnell warm, also heute wird es ja mit Sicherheit 30 Grad, sollte man eigentlich nicht Fahrrad fahren, aber naja, ich fahre halt trotzdem Fahrrad. Ja? Schauen wir mal, wie das Fahrrad sich schlägt heute, weil es zusammengerostet ist. Und dann genießen wir heute einen schönen Tag. Ich bin hier am Brombachsee. Und jetzt fahren wir mal eine Runde im Brombachsee und dann schauen wir mal, was heute der Tag so bringt. So, jetzt bin ich die ersten 3-4 Kilometer gefahren. Das Fahrrad, das eine Ding geht nicht. Also ich kann nicht umstellen auf großes Blatt, kleines Blatt. Da ist scheinbar irgendwas. Bevor dass ich jetzt das mit Gewalt kaputt mache, also umschalten kann ich jetzt nicht. Aber dafür gehen die hintere Gänge gehen. Und ja, normalerweise gibt es hier hinter diesen Zaun ein paar Wildschweine. Die sind aber leider nicht da. Und ich muss sagen, das Wetter ist herrlich. Viel los, viele Biker. Sieht alt aus. Die Frage stelle ich mir, was ist ja Militärgelände da hinten, was da, ob das eigentlich nur aktiv ist oder nicht aktiv ist, das wundert mich ja nicht. Auf jeden Fall gibt es da überall Schilder. Ja. So. Also einmal im Brombachsee rum, sind glaube ich 23 Kilometer. Genau, einmal, also mit dem kleinen Brombachsee sind es genau 23, genau. Also mit dem Fahrrad fahren kann man das auf jeden Fall schön machen.